Willkommen Leute zu Pokémon Alpha Saphir in der Nuzlocke Challenge. Meinerseits Pokémon Noob vor dem Herrn versucht es mit einer Nuzlocke Challenge. Ich bin sehr gespannt, ob ich das in irgendeiner Form schaffen kann. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass Let's Play geht genau so lange, wie ich die Nuzlocke Challenge schaffe. Und die Regeln der Nuzlocke werde ich nachher noch erklären. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Aha. Spannend. Erzähl mir mehr. Oder auch nicht. Auf dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde, die zusammenspielen und einander helfen. Ja, die sind ganz nett, die Pokémon. Manchmal schließen wir uns auch und tragen Kämpfe gegen Gleichgesinnte aus. Trainer, die kämpfen ganz viel, ne? Jede Menge actionreiche Pokémon-Kämpfe stehen uns bevor. Bin sehr gespannt. Es wird ein Traum. Es wird ein eiskalter Traum, meine Freunde. So viel zu mir. Mhm. Gut. Ich bin begeistert, dass wir so viel über dich erfahren haben. Hättest mir auch ruhig noch mehr vom Pferd erzählen können, auf jeden Fall. Und wer bist du? Wer bin ich? Ich bin der hier. Mein Name. Ja, oder? Ne? Ich meine, ja. Why not? Ach so, hier. Enter. Hm, macht Sinn. Du heißt also Wollo. Ja. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Natürlich. Der Wollo, richtig. Weltbekannt, sehr beliebt, berühmt fast schon. Also gut, bist du bereit? Dein Abenteuer kann nur beginnen. Bin bekannt dafür, dass ich ein sehr großer Pokémon-Spieler bin. Oh ja. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Denn Freundschaft ist das Wichtigste. Denkt immer dran, Kinder. Freundschaft ist der Shit. Wundervoll. Bin schwer begeistert. So, Pokémon. Nuzlocke. Bedeutet, wir können sterben. Wir sind also nicht unbesiegbar. Kommen wir mal ganz kurz dazu, was die Nuzlocke bedeutet. Nuzlocke bedeutet, ich darf pro Route ein Pokémon fangen, beziehungsweise auch Gebiet. Wenn ich nicht das erste Pokémon fange, das ich sehe, habe ich es verkackt. Kriege ich kein Pokémon in diesem Gebiet. Wenn ein Pokémon stirbt, ist es tot, muss freigelassen werden. Und ja, das ist es so im Groben, oder? Ich denke, so kann man die Nuzlocke am besten erklären. Wir werden dann auch von Fall zu Fall darauf eingehen. Und ich denke einfach mal, das ist alles. Ihr kennt das doch. Seien wir doch mal ehrlich. Ich meine, eine Nuzlocke ist jetzt nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr so neu, ne? Hallo, da bist du ja, Schatz. Hm, die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Aber jetzt bist du ja endlich da. Willkommen in Wurzelheim, unserem neuen Zuhause. Na, wie gefällt es dir? Ich finde das Dorf richtig idyllisch. Hier kann man bestimmt wunderbar leben, findest du nicht auch? Und du bekommst natürlich ein eigenes Zimmer. Mein eigenes Zimmer? Nee, das ist so eine Lüge. Hallo, also los, komm, lass uns hineingehen. Ich glaube, die hat uns nur dahin gelockt, damit wir ein eigenes Zimmer und am Ende kriege ich nichts. Ein eigenes Zimmer, bitte. Das glaube ich, oh, Maschoks, schon los, machen das. Na, was sagst du, Wollo? Drin ist es ganz gemütlich, oder? Hm? Die Pokémon der Umzugsfirma übernehmen für uns das Einräumen und das Saubermachen. Ist ja wie meine Putzfrau. Das ist sowas von praktisch. Klasse. Mal schon, mai, mai. Ja. Vielen Dank für alles, gute Arbeit. Mai, mai, mai. Ja. Gutes Ding, gute Sache. So geht es also los hier. Mhm. Ja. Danke für euren Beitrag. Schau dir doch mal dein Zimmer oben im ersten Stock an. Fati hat dir ein kleines Umzugsgeschenk, eine neue Uhr gekauft. Stell sie bitte richtig ein, Wollo. Und unbedingt. Bin schon ganz wild darauf, meine neue Uhr einzustellen, Leute. Ist sie das? Ist das meine neue Uhr? Die Uhr ist stehen geblieben. Zieh sie neu auf und stell sie selbst wieder richtig ein. Boah, ich kann die Uhr doch noch gar nicht lesen. Oder doch? Ich habe keine Ahnung, wie spät ist es, Mann. Ist mir auch egal. Die Uhr ist jetzt auf 17:21. Passt schon. Passt schon. Wollo, wie gefällt dir dein neues Zimmer?
Wie ich sehe, ist alles wunderbar aufgeräumt, sehr schön. Unten ist auch schon alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind wirklich praktisch. Ach ja, schau mal nach, ob auch auf deinem Schreibtisch nichts fehlt. Ist alles da, ne? Sieht sehr komplett aus. Wollo blättert durch das Notizbuch. Tipp Nummer 1 für Abenteurer. Öffne das Menü mit dem X-Knopf. Tipp Nummer 2 für Abenteurer. Wähle Speichern, um deinen Fortschritt zu sichern. Boah. Es gibt Sachen, ne? Krass. Hier, Beutel haben wir. Ist ziemlich cool. Da ist nichts drin, außer ein Trank. Mit dem Trank können wir uns heilen. Beim Trank zum Thema Nuzlocke ganz kurz. Moment, ganz wichtig. Option. Ganz, ganz wichtig. Texttempo. Gib mir alles. Animationen an. Kampfstil. Nicht wechselnd. Ja, das soll wohl passen. Ja, zu der Nuzlocke. Es gibt auch eine erschwerte Nuzlocke, wo man keinen Trank benutzen darf oder nur einen. Das mache ich natürlich nicht, ne? Ich bin ja nicht wahnsinnig. Wer ist die geringste Chance? Das ist eine Relaxo-Puppe. Ist das keine Wollo-Puppe? Sieht genauso aus wie ich. Ist genauso fett. So. Dann darf ich jetzt ins Abenteuer? Oh, da bist du ja, Wollo. Schnell, komm schnell her. Was denn? Da siehst du! Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fati ist gleich im Fernsehen. Oh, mein Papa ist ganz berühmt. Und das war unsere Reportage über die Arena von Blütenburg City. Es folgt eine Ankündigung zur Astronomie-Show, der alle Welt bereits ungeduldig entgegenfiebert. Bin schon voll scharf drauf. Oh, schon vorbei. Wenn Fati wirklich im Fernsehen war, dann haben wir ihn leider verpasst. Schade. Ach ja, bevor ich es vergesse. In dieser Stadt wohnt einer von Fatis Freunden, Professor Birk ist sein Name. Er wohnt gleich nebenan. Schau doch mal bei ihm vorbei und sag Hallo. Nee, denn wir sind brave Kinder. Über uns sagt man nicht, das sind unfreundliche Jungs, die nie Hallo sagen. Nein, wir begrüßen jeden auf dem Weg. Über uns, wenn wir mal ausrasten und Amok laufen, dann wird man sagen, aber der hat doch immer freundlich gegrüßt. Wie es sich gehört, ne? So ist es nämlich. Oh, hallo, wer bist denn du? Du bist Wollo, unser neuer Nachbar. Die Assis sind eingezogen. Freut mich sehr. Wir haben eine Tochter in deinem Alter. Sie freut sich schon darauf, dich kennenzulernen. Ich glaube, sie ist oben in ihrem Zimmer. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde. Oh ja, bestimmt. Ist sie sexy? Sollte hier nicht der Professor wohnen? War davon nicht irgendwie die Rede? Ich dachte. Hatte man so gemunkelt. Boah, ja, die ist heiß. Definitiv. Die machen wir uns klar. Wollo, bist du dran, ne? Arbeitest du dran? Gut. Sind wir uns einig, ne? Schön. Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch was? Oh. Wer bist denn du? Was? Wer bist du denn? Sie ist schon verliebt. Das ging schnell. Ach, du bist Wollo. Ihr seid also heute hergezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Mein Traum ist es, mit Pokémon aus der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Also, als Papa, Professor Birk mir erzählt hat, dass du hierher ziehst. Nun ja, ich hatte gehofft, dass du nett bist und dass wir Freunde werden können. Ach, was rede ich denn da schon wieder? Und das bei unserem allerersten Gespräch? Ja, das ist für uns beide unangenehm, Maike. Glaub's mir. Oh nein, fast hätte ich's vergessen. Ich wollte meinem Vater doch helfen und ein paar wilde Pokémon für ihn fangen. Bis später, Wollo. Ein merkwürdiges Mädchen. Nichtsdestotrotz machen wir sie uns klar. Das ist keine Frage. Keine Frage, wo ist dein Mann? Ich muss an deinen Mann ran. Wo steckt mein Mann? Nur wieder ausgerechnet jetzt, wo du uns besuchst. Ist er nicht hier, ja? Ich wollte doch ein Pokémon. Wollte unbedingt ein Pokémon haben. Hallo, weißt du, wo der Birk ist? Selbst wenn sich dein Nintendo 3DS-System im Standby-Modus befindet, kannst du Daten von Freunden erhalten, denen du via StreetPass begegnest. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Doch. Doch, doch. Normalerweise verschanzt sich Professor Birk den ganzen Tag in seinem Labor, um zu forschen, aber manchmal stimmt er wie vom Tentantel gestochen nach draußen in die Wildnis, um neue Daten zu sammeln. Wann ist er eigentlich mal zu Hause? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Du bist ein Kollege? Du willst Professor Birk? Der ist leider nicht da.
Er arbeitet gerade an einer Feldstudie. Weißt du, was eine Feldstudie ist? Du bist ja nur ein Kind, natürlich nicht. Das ist, wenn man ein bestimmtes Phänomen in der Natur, also nicht in einem Labor, erforscht. Der Professor hat nicht viel für Schreibtischarbeit übrig. Für ihn ist praktische Erfahrung mehr wert als Theorie. Deshalb zieht es ihn immer wieder nach draußen. Ich nehme an, er forscht wie gewöhnlich auf Route 101. Direkt hinter der Stadt. Tja, man sollte nie zu weit von Heimatort weg, ne? Meine wilde Pokémon lauern im Gras. Das könnte echt gefährlich werden. Lässt du mich durch, oder nee? Ich kann da hinten jemand schreien hören. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Das bin aber ich. Hilfe! Ist das Maike? Vermutlich, ne? Ness, der Birk höchstpersönlich. Ich hab's euch gesagt, das ist fucking gefährlich. Ne, guckt euch das an, das ist ein wahres Monster. Hilfe, du da drüben, bitte hilf mir. Schau in meinen Pony, da drin findest du ein paar Pokebälle. Und das ist nun die große Entscheidung, die Qual der Wahl. Welches dieser echt hübschen Pokémänner nehmen wir? Ich weiß es nicht. Das Feuer-Pokémon Flamly. Das Pflanzen-Pokémon Gekkabor. Oder das epische Wasser-Pokémon Hydropi. Ha. Das entscheidet alles, Leute. Das entscheidet über alles, über seinen ganzen weiteren Spielverlauf. Ich bin Wasser-Pokémon-Typ, das ist eine klare Sache. Also nehmen wir dieses komische Hydropi da. Ist einfach so. Ich bin Wasser-Pokémon-Typ. Das ist keine Frage. Ein wildes Pfiffchen. Kann ich dem Hydropi gar keinen Namen geben? Ich hätte es gerne Püppi genannt. Naja. So, jetzt haben wir hier ganz tolle Aktionsmöglichkeiten und nehmen Kampf. Und wir können jetzt hier super coole Sachen wie... Der kann schon Aquaknarre direkt am Start. Das ist ja ein Ding. Dann hau mal die Aquaknarre raus, lieber Hydropi. Boah! Habt ihr gesehen, wie das reingehauen hat? Alter. Lecco Mio, das tut weh. Schauen wir mal, was der Tackle bringt. Greif an! Tackle! Bam! Alter! Boah! Volltreffer! Krass! Damit ist die Nuzlocke noch nicht am ersten Pokémon gescheitert. Ich bin absolut begeistert. Das läuft hier wie am Schnürchen, sag ich mal. Puh! Ich habe im Hohengras Pokémon beobachtet, als ich plötzlich von einem angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank! Nichts zu danken. Oh, aber warte mal. Bist du nicht Normans Sohn Vollo? Ich hab dich erst gar nicht erkannt. Du bist ganz schön groß geworden. Das sagen die Leute immer über mich, wenn sie mich sehen. Du bist ganz schön groß. Aber das hier ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Liebend gerne, lieber Herr Birk. Zeigen Sie mir da noch mehr über die lieben Pokémons. Bringen Sie mir was bei, wie man ein Pokémon fängt. Tun Sie das bitte. Na schön, Wollo. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich weiß zum Beispiel, dass du noch kein eigenes Pokémon hast. Aber dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Tja, in deinen Adern fließt eben das Blut deines Vaters. Man munkelt. Ich hab's als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du eben eingesetzt hast. Yes, Mann! Mein eigenes Hydropi. Wow. Natürlich. Welcher Spitzname soll es sein? Natürlich, wie ich schon sagte... Heißt dieses liebenswerte... Ja komm, dann schreiben wir auch mal klein, wir sind ja vernünftige Menschen. Püppi, nach meinem allerliebsten Lieblingsstofftier von früher, damit möchte ich meine tiefste Liebe zu diesem Hydropi ausdrücken. Ne, das ist ganz deep from the heart so. Wenn du dich erst einmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrung sammelst, wirst du bestimmt ein unglaublich guter Trainer. Gehe ich von aus. Meine Tochter Maike stellt gerade auf Route 103 Nachforschung zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen und zu schauen, wie es bei ihr läuft? Ja. Ich meine, die ist heiß, ne? Dann gehen wir da auch hin, ist ja ganz klar. Wenn du dich verlaufen solltest, ne, Blick, Karten, Navi und so, hast Navi dabei. So ist das heutzutage. Die Kinder haben Navis. Guck in dein Smartphone und finde das und schau dir das nach. Was ist das? Die Maschine sieht ziemlich kompliziert aus. Ich will sie trotzdem benutzen. Das ist eine Karte von Höhen. Wir sind in Höhen. Sind wir in Höhen? Man munkelt. Gibt es überhaupt noch einen... Es gibt keinen zweiten Ausgang. Das bedeutet, wir müssen also hier durch. Ist mein Pokémon jetzt hier voll aufgeladen? Oder habe ich jetzt noch Schaden? Püppi geht's super Spitzenklasse. Okay. Habe ich Pokebälle? Nee, ne? Und wenn, dann habe ich sie nicht unter Pokémon, sondern unter Beutel. Schau mal rein. We have...
Keine Balls, okay. Keine Balls für mich und Pippi. Okay. Dann geht es wohl hier lang. Und ein wildes Pokémon erscheint. Oh mein Gott, ich hab scheiß mit die Hosen vor Angst. Ein Waumel. Das zählt hier noch nicht zur Challenge, ne? Also ich darf hier trotzdem noch ein Pokémon fangen. Da ich noch keine Bälle habe, darf ich natürlich weitermachen. So, dann tackeln wir das Haumpel da mal weg hier ordentlich, ne? Waumpel. Ist das ein H oder ein W? Ich kann es nicht lesen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Dann hätte es vielleicht jetzt erkennen können. Püppi, hau rein, Mann. Gib alles. Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Waumpel. Okay, merken wir uns. Waumpel ist, das ist ein Käfer-Pokémon. Sage ich jetzt einfach mal so. Rotzfrech, wie ich bin. Püppi erreicht Level 6. Schön. Jetzt fühle ich mich gleich ganz schön mächtig auf Level 6. Denke, die Gegner sollten jetzt langsam mal ein bisschen Respekt zeigen. Von meinem mächtigen Püppi. Bist du ein Trainer? Sind deine Pokémon müde? Dann bring sie in ein Pokémon-Center. Es gibt ein Zeug hier um die Ecke in Rosalstadt. Dämliches Rosalstadt. Aus so viele Zufallskämpfe. Das war mir fast klar. Es war mir ja fast klar, dass das hier ziemlich viele Zufallskämpfe haben mit Zickzacks. Boah. Das ist auch so ein Crazy-Ass-Pokémon. Ich glaube, das ist normal, oder? Wenn wir mal die Aquaknarre hier mal so ein bisschen, ne, probieren. Wem das... Naja, ich vermute fast. Ich stelle eine Vermutung auf, dass ein Tackle... Ein Tackle hätte ihm doch mehr wehgetan. Okay. Das war doch schön. Autsch. Oh ja, das hat wehgetan, ne? Nicht schön, nicht schön. Aber nur Level 2 hat uns nicht so viele Erfahrungspunkte gebracht. Schwer enttäuscht. Na? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Ich erkenne auf den ersten Blick, dass du ein Trainer-Neuling bist. Trottel. Na gut, weil ich so ein herzensguter Mensch bin und dir auch ein bisschen was verkaufen will, werde ich dir ein paar nützliche Tipps geben. Er ist überhaupt nicht darauf aus, dass ich gleich einkaufen gehe, ne? Da drüben ist ein Pokémon-Supermarkt. Welch Zufall. Man kann ihn leicht an dem blauen Dach erkennen. Wir verkaufen dort jede Menge nützliche Dinge wie Pokebälle, mit denen man Pokémon fängt. Geil. Hier, das ist für dich ein kleines Werk. Oh. Hier, da fixen die dich an, ne? Mit Drogen, Tränke. Du wirst direkt angefixt. Tränke kann man überall einsetzen. Genau das macht sie unfassbar praktisch. Da hier ist ein Center, ne? Wahnsinn. Rotes Dach ist ein Center, kann man Pokémon healen. Schön. Bin ein begeisterter Fan davon, meine Pokémon zu heilen. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne Pokebälle, Meister. Gibst du mir welche? Ich muss was fangen. Ich hab's echt nötig. Hau mal raus hier den Scheiß. Kaufen. Darf ich? Och, ey, ihr seid doch... Das ist doch lahmarschig. Lahmarschig. Bevor du es nicht gelernt hast, können wir dir nichts verkaufen. Nein. Du weißt doch noch gar nicht, wie man Pokémon fängt. Wie willst du denn dann eine Pokémon fangen? Das geht gar nicht. Warte, lauf bitte nicht hier lang, Mann. Ich habe hier die Fußspuren eines seltenen Pokémon entdeckt. Warte, bis ich fertig abgezeichnet habe, okay? Das ist also nicht Route 103. Das nehme ich so einfach mal zur Kenntnis. Route 103, oh, hier passiert es. Jetzt wird es episch, habe ich das Gefühl. Ich habe Angst. Na? Wenn du das Schiebebett nur leicht bewegst, kannst du auf Zehenspitzen gehen. Während du dich auf Zehenspitzen vorbewegst, werden Pokémon nicht mehr so leicht auf dich aufmerksam. Das habe ich in einem Buch von Professor Birk namens das ABC der Feldforschung gelesen. Ah! Das ist ja ein Ding. Nichtsdestotrotz ist Maike da hinten. Ey, Maike. Sagst du mir, wie man Pokémon fängt? Das wäre super. Mal überlegen. Was für Pokémon findet man auf Route 103 nochmal? Wow! Oh, hi, Wollo. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, was? Einen besseren Grund, um gegeneinander zu kämpfen, gibt's nicht. Oh, shit. Ist nicht gut. Vielleicht hätte ich mich doch vorher heilen sollen. Herausforderung von Pokémon-Trainer Maike. Gekkabor. Boah, shit. Püppi, das müsst du reißen. Ich hoffe, Püppi reißt das jetzt. Wenn nicht, dann hätten wir eine... Ich habe ja auch Tränke. Ich habe ja auch Tränke. Foot. Ah, ich habe schon eine mächtige Klatsche hier direkt. Aber das schmerzt mehr, mein Freund. Das schmerzt wirklich um einiges mehr.
Püppi, komm. Das kannst du besser, ich weiß das. Ich hab dich schon Menschen, ich hab dich schon Leute zusammenschlagen sehen. Traum war das. Bam. Wundervoll. Ja, wenn das mal kein traumhafter Kampf war, Freunde, oder? Also, wenn das kein Skill war, dann weiß ich's nicht. Fucking Skill im Pokémon. Richtig gut. Du besiegst Maike. Oh, jetzt hab ich aber verloren. Aber scheiße. Hättest du mit rechnen müssen, Mädel. Hättest du mit rechnen müssen. Das war ein toller Kampf. Danke dafür. Warte mal eben. Ich heile unsere beiden Teams. Bam, 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 bam. Dein Team wurde vollständig geheilt. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater so viel von dir hält, dass er dir sogar einen Pokémon gegeben hat. Du hast dein Pokémon nicht, noch nicht sehr lang. Aber es hat dich schon total gern. Selbstredend, das ist immer bei mir. Die Leute lieben mich. Das sagt doch alles. Mit jemandem wie dir will ich bestimmt jedes Pokémon befreundet sein. Das ist richtig. So bin ich mit meinen Forschungsarbeit fertig. Es wird langsam Zeit, ins Labor zurückzukehren. Komm, lass uns zusammen zurückgehen. Oh, der Anfang, ne? Der Anfang. Manch einer würde ihn quälend nennen, aber so ein Mensch bin ich ja nicht. Ich sage einfach, es ist so spaßig. Es macht so viel Spaß, der Anfang von Pokémon. Einfach purer Spaß. Hier lang, Bolo, lass uns schnell zurückgehen. Oh ja, schnell. Maike, warte doch auf mich. Nicht so schnell, Maike. Die rennt mir weg. So lustig. So, wahrscheinlich müssen wir zum... Ja, 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 mir ist schon klar. Ist mir schon klar. Maike, warte. Maike. Maike noch da? Da ist sie. Super. Wie ich gehört habe, hast du Maike im Kampf beeindruckt. Ja. Sie hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen und hat deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Habe ich nichts von gemerkt. Hier, diesen Pokédex hatte ich zu Forschungszwecken bestellt, aber ich glaube, bei dir ist er besser aufgehoben. Dankeschön, lieber Professor. Der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu allen Pokémon erfasst, die du siehst oder fängst. Maike geht nie ohne ihren aus dem Haus. Sie kommt mich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ihr ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist. Um mir den Eintrag im Pokédex zu zeigen. Boah, ich werde auch jeden einzelnen Eintrag werde ich dir zeigen, Birk. Ich werde dir auf den Sack gehen, bis du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Auf dich warten Begegnungen mit vielen Menschen und Pokémon und Natur, soweit das Auge reicht. Dies würde mich sehr freuen, wenn sich Es würde mich sehr freuen, wenn sich durch diese Erfahrung dein Horizont erweitern würde, mit Sicherheit. Und wenn du dabei noch fleißig deinen Pokédex füllst, wäre das natürlich noch besser, das wäre super. Am meisten würde es mich aber freuen, wenn du mich ab und zu besuchen kommst. Ich werde versuchen, so oft wie möglich da zu sein. Wie gesagt, ich komme für jedes Pokémon, komme ich vorbei. Das ist gar kein Thema, Birk. Gar kein Thema. Jetzt hast du also auch einen Pokédex, Bollo. Genau wie ich, das freut mich für dich. Dann kannst du die hier sicher gut gebrauchen. Oh, jetzt kommt's. Pokebälle. Yes! Oh, krass. Jetzt können wir krasse Pokémon kaufen. Kaufen. Ich habe einen nützlichen Tipp für dich. Als ein Pokémon, die im Kampf mitgekämpft haben, bekommen sogar deine Erfahrungspunkte, wenn du das wilde Pokémon gegen das sie gekämpft hast, fängst. Ja, das ist neu, ne? Aber das ist irgendwie auch logisch, oder? Der Trainingseffekt bleibt schließlich derselbe. Wenn du das sagst, Maike. Ach übrigens, ich habe vor, eine Reise zu machen. Sobald ich hier fertig bin, verlasse ich Wurzelheim. Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, was für ein Pokémon ich unterwegs begegnen werde. Geben wir uns beide... Ja. Okay, danke schön, dass ihr mich jetzt endlich in Ruhe lasst. Dann würde ich mal behaupten, liebe Freunde des gepflegten Pokémon-Spieles, dass wir uns jetzt noch ganz, 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 ganz herrlich von Mami mal kurz heilen lassen. Dankeschön, Mudan, danke. Und dann sage ich mal, dann sage ich jetzt einfach mal, dass wir im nächsten Part, da legen wir los, da fangen wir uns Pokémon noch und nöcher und werden Pokémons vertrimmen noch und nöcher und ein Abenteuer erleben, das es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Denn das hier, liebe Freunde, ist der heilige Gral der Videospiele, das wissen wir. Das beste Spiel aller Zeiten. Wir werden es gebührend feiern mit einer Nuzlocke, die so lange geht, wie sie geht. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem ersten Part und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann und ciao!